Castlevania. Eine Serie mit einem legendären Ruf und gefühlt Dutzenden fantastischer Titeln. Die Hochzeit der Serie waren sicherlich die späten 80er und die 90er. Auf dem Game Boy erschienen auch Ableger. Nachdem der erste zwar früh erschien, aber jetzt nicht so der Kracher war, kam ein Nachfolger heraus. Wie schlägt sich dieser? Was taugt Castlevania 2 Balmer's Revenge für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1992 bei uns veröffentlicht. Die USA und Japan erhielten das Spiel ein Jahr früher. Seitdem ist das Spiel auch immer wieder auch für moderne Systeme verfügbar gemacht worden und ist so zum Beispiel Teil der Castlevania Anniversary Collection, die für aktuelle Systeme erhältlich ist. Die Hintergrundgeschichte ist natürlich sehr detailreich, daher hier eine kurze Zusammenfassung. Dracula hat es natürlich mal wieder geschafft aufzuerstehen, also macht ihr euch als Christopher Belmont auf, um das Böse mal wieder aus der Welt zu tilgen. Jeder, aber auch wirklich jeder, der die Serie kennt, und das werden viele von euch sein, weiß, es erwartet euch hier ein Action-Plattformer. Mit eurer treuen Peitsche bewaffnet begibt euch auf der Jagd nach dem Fiesling. Dabei fällt vor allem die etwas gemächlichere Gangart im Vergleich zu anderen Spielen des Genres auf. Bewegt euch etwas langsamer. Können keine super duper riesen Sprünge vollführen und ähnliches. Das ist aber natürlich nichts Schlechtes. Serientypisch könnt ihr auch einige Upgrades für eure Peitsche einsammeln. So kann diese dann zum Beispiel Kugeln verschießen. Außerdem gibt es natürlich auch die bekannten Zweitwaffen wie das geweihte Wasser. Die einzusetzen fand ich allerdings etwas fummelig, da es keine dedizierte Taste für diese gibt und man A und B auf einmal drücken muss. Das kann in der Hitze des Gefechtes schon einmal etwas zu lange dauern. Was ich auch immer sehr schön finde, ihr könnt euch die Reihenfolge der vier Schlösser, damit sind die Level gemeint, frei auswählen. Also ganz wie in Mega Man. Euren Fortschritt speichert ihr dann mit Passwörtern. Und das Beste, die Level sind einfach fantastisch designt und warten immer durch andere Ideen auf. Wenn ihr einmal sterben solltet, gibt es zum Glück in den verschiedenen Abschnitten auch quasi Checkpoints. Immer wieder geratet ihr durch eine Holztür in einen neuen Bereich und zu dieser Stelle kehrt ihr dann zurück. Aber nicht nur die spielerische Gestaltung, sondern auch die optische ist super gelungen und jedes der Schlösser hat sein eigenes Spielgefühl. Monster treten natürlich auch schon einmal mehreren Leveln auf, aber das stört jetzt nicht weiter. Am Ende wartet euch natürlich immer ein Boss und diese sind wirklich schön gestaltet. Allgemein ist der Schwierigkeitsgrad durchaus recht knackig geraten. Das heißt aber nichts. Das Spiel ist eines von dieser Sorte, bei dem ihr es immer und immer und immer wieder versucht und immer wieder motiviert seid weiterzumachen. Das Spiel blutet einfach eine super Atmosphäre. Grafisch ist das Spiel wunderbar gelungen. Die Level sind optisch abwechslungsreich geraten und die Animationen passen einfach. Für einen so relativ frühen Titel wurde hier durchaus ordentlich was aus dem System herausgeholt. Und der Sound. Der Sound! Die Musik! Einfach nur wunderbar und geht ab der ersten Sekunde voll ins Ohr. Es untermalt das Spiel wirklich perfekt und die musikalische Untermalung gehört definitiv zu dem Besten, was das System zu bieten hat. Was taugt Castlevania 2 für den Game Boy also heute noch? Die Serie schafft den Sprung nach dem eher durchwachsenen Vorgänger auf jeden Fall jetzt endgültig auf den kleinen Handheld. Es macht einfach Spaß und zieht einen sofort in den Bann. Alles, was die Aufmachung oder Spielgefühl erzeugt, ist super geraten. Für die meisten von euch wird es keine große Überraschung sein, aber von mir eine klare Empfehlung für jeden Game Boy Interessierten. Das war der Test zu Castlevania 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.